und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Und ihr seht es, heute sind wir mal in einem ganz anderen Umfeld. Und zwar sind wir uns heute mal quasi aufs Dach gestiegen. Und warum wir hier in meiner Rumpelkammer sind, das erkläre ich euch jetzt im Video. Der eine oder andere, und das weiß ich, dass es der eine oder andere mehr war, hat es diese Woche sicherlich schon mitbekommen, denn bei uns ist ein großer Sale gestartet. Ne? Es ist Sommer und alle machen ja im Sommer einen Sale und auch wir haben jetzt in dieser Woche, am Montag ging es los, einen Sommersale veranstaltet, aber nicht einfach so, weil das zur Tradition gehört. Nein, bei uns hat es wirklich einen wichtigen Grund, warum wir hier einen Sale gemacht haben, warum wir unsere ganzen DVDs, also das ist so ein bisschen was von dem, was noch da ist, warum wir die abverkaufen. Und zwar, ihr habt hier in dem Video oder seht ihr in dem Video auch ein paar Bilder. Ich stehe quasi direkt momentan über meinem Büro, also hier unterhalb meiner Füße ist mein Büro, das ist die obere Etage und hier, wo ich jetzt stehe, das wird in wenigen Wochen nicht mehr da sein, denn das hier wird alles weggerissen. Also das heißt, demnächst rückt hier der ganz große Bagger an und dann geht es Schlag auf Schlag. Die oberste Etage hier wird komplett abgerissen, das Dach wird abgerissen, denn wir bauen um und auf. Also das heißt, wir haben ja hier unser Bürohaus jetzt gekauft. Und wir wollen uns ganz einfach noch ein bisschen erweitern. Wir brauchen ganz, ganz dringend Platz. Und hier oben werden dann, wird ein Archiv eingerichtet. Hier oben werden vor allen Dingen Schulungsräume eingerichtet. Und naja, da muss natürlich erstmal Platz geschaffen werden. Und da ist auch das hier ein wenig mit Bestandteil des Platzschaffens. Denn das sind noch alles DVDs von Webinaren, die wir mal gemacht haben. Und die gab es ja die ganze Zeit immer schon in unserem Shop zu kaufen. Die wurden auch recht gut gekauft. Aber jetzt müssen sie wirklich raus, ne? Weil wir haben gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn, die jetzt nochmal in ein Zwischenlager zu schaffen und dann kommen sie wieder zurück. Und deswegen gibt es also jetzt diesen Sale. Und der ist seit ein paar Tagen angelaufen. Und wenn es so weitergegangen wäre, wie es gleich am Montag angelaufen ist, was Gott sei Dank nicht der Fall war, weil wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als hier Pakete gepackt. Aber wenn es so weitergegangen wäre, wäre alles schon weg. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, will ich euch bloß noch mal kurz sagen, was gibt es denn jetzt hier überhaupt alles zu kaufen? Also das heißt, das ist wirklich ein reines Werbevideo. Ne? Also wer jetzt den Daumen runter geben will oder sagen, oh, nur Werbung am Wochenende, ne, der kann das jetzt in dem Moment machen. Mehr kommt jetzt nicht. Die anderen können jetzt dranbleiben. Und zwar will ich euch kurz zeigen, was gibt es denn überhaupt zu kaufen? Als erstes muss ich sagen, es gab am Anfang etwas, das ist leider schon ausverkauft, nämlich diese ganzen DVDs hier und plus noch eine dazu und noch ein Buch gab es für einen super Preis, nämlich normalerweise kostet so eine DVD, das sind ja alles aufgezeichnete Webinare, die teilweise 10, 20 Stunden lang sind, PDFs dabei und so weiter, die kosten in der Regel bei uns zwischen 390 und 450 Euro und jetzt kostet hier jede CD weniger als 100 Euro, ne? Und 99 Euro kostet jede CD. Und das ist also wirklich ein Schnäppchen. Am Anfang haben wir so ein Bundle gemacht, haben gesagt, okay, hier 7 CDs plus ein Buch, aber die sind schon weg. Also darüber kann ich jetzt schon gar nichts mehr sagen. Und ich kann euch auch gleich 2 CDs zeigen, die es ebenfalls nicht mehr gibt, nur ganz kurz. Und zwar einmal hier Optionshandel für kleine Konten, Teil 2. Und das allererste Webinar, was wir gemacht haben, Optionshandel für kleine Konten, diese beiden sind weg. Also das sind wirklich die beiden letzten CDs, die es gibt oder DVDs. Und nein, die könnt ihr nicht bekommen, denn die kommen in unser Firmenarchiv. Was ist aber noch da? Und zwar sind das hier die DVDs 1, 2, 3, 4. Fangen wir mal mit dem allerersten an. Und zwar eine DVD, die momentan auch sehr, sehr gut ins Umfeld passt, nämlich Trading Calendar Spreads. Warum passt das momentan so gut ins Umfeld? Naja, ihr wisst, wir haben ja aktuell eine eher niedrige Volatilität und wenn wir Optionen verkaufen, dann ist es ja so, dass wir meistens davon profitieren, dass die Volatilität fällt. Jetzt gibt es natürlich aber auch Strategien, die durchaus davon profitieren, wenn die Volatilität ansteigt und dazu zählen Calendar Spreads. Calendar Spreads, eine sehr, sehr schöne Strategie, jetzt nicht unbedingt zwingend geeignet für jeden, der gleich neu einsteigt, aber wer schon ein bisschen mehr weiß, für den ist das natürlich eine super Sache und der kann das auf jeden Fall nutzen. Also hier, das war unsere allererste DVD, ich glaube, die war aus 2005.
2014 oder so, 2013 sogar, 2013. Trading Calendar Spreads, 99 Euro, kann jetzt euch gehören. Die nächste DVD, die auch wiederum gut in die Zeit passt, das ist diese hier, nämlich die ist jetzt von 2014 und zwar erfolgreich mit Covered Call Writing. Covered Call Writing ist ja für alle die interessant, die das entweder als Einkommensstrategie machen, ne, das heißt in einem Bullenmarkt Aktien kaufen und dann nochmal Calls darüber verkaufen, um eine zusätzliche Prämie einzunehmen. Ist aber auch für alle diejenigen interessant, die sagen, okay, ich habe doch ein Langfristportfolio und da habe ich doch auch Aktien drin und was ist denn, wenn es mal nach unten geht? Kann ich da auch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen? Damit geht's mit Covered Call Writing. Ne? Ein tolles Webinar damals gewesen, großen Zuspruch und also war wirklich sehr, sehr gut und deswegen auch ganz viele Kleinigkeiten dabei. Wie sucht man die richtigen Aktien raus? Was sollte man bei der Auswahl der Optionen beachten? Was sollte man beim Skew beachten? Und so weiter und so fort. Also gibt's alles hier drin in dieser DVD, erfolgreich mit Covered Call Writing. Auch jetzt noch ein paar verfügbar, nicht mehr so viele. Gibt's aber noch. So. Dann die nächsten beiden haben wir jemals mit Kollegen gemacht und zwar einmal hier Earnings Trading. Jetzt ist die Earnings Season vorbei, perfekt, um sich fürs nächste Mal vorzubereiten. Ne? Also es wird ja alle Vierteljahre gibt es ja diese große Earnings Season in den USA und das ist ja für viele Händler durchaus interessant, dass sie sagen, okay, wir wollen das Ganze handeln, weil da gibt es ja immer heftige Bewegungen, die Volatilität steigt im Vorfeld an und hier ist auch was dabei, wo man eben nicht nur darauf spekulieren kann, dass die Volatilität nach den Earnings zusammenbricht. Ihr wisst, da kann es auch mal heftigere Bewegungen geben, sondern hier ist auch eine Strategie beschrieben, die man nutzen kann im Vorfeld der Earnings. Also das heißt, wo man dieses Ereignis, jetzt kommen die Zahlen und jetzt bewegt sich heftig, wo man denen aus dem Weg geht, nämlich, dass man davon profitiert, wenn im Vorfeld die Volatilität ansteigt. Wie man das genau macht, auf welche Sachen man da achten muss, gibt es hier in diesem schönen Webinar Earnings Trading, haben wir damals mit dem Christian gemacht. Und ja, auch jetzt hier verfügbar, ne? Könnt ihr auch noch mit dazu kaufen. So, und die letzte, die wir noch haben, und das ist momentan so ein bisschen der Renner, die ist, glaube ich, mit den anderen beiden, die ist ganz kurz davor, dass sie jetzt ausverkauft ist. Und zwar auch das, ich muss es wieder sagen, es passt halt alles immer in die Zeit, ne? Auch die passt super in die Zeit und zwar, so handeln sie erfolgreich die Volatilitätskurve. Und ich habe schon gesagt, die Volatilität ist gerade niedrig. Und hier sind Sachen dabei, zum Beispiel Hedge Trades, ne? Wie man also mit Hilfe von VIX Futures, aber auch VIX Optionen, wie man da Hedge Trades aufsetzen kann, wenn die Volatilität explodiert. Hier ist was dabei, wie man die zurückgehende Volatilität wieder handeln kann. Also wir haben hier sowohl Strategien dabei, wenn es nach oben geht, wir haben auch hier Strategien dabei, wenn es nach unten geht mit der Volatilität. War damals ein super, super, super Webinar, habe ich auch selbst, haben wir damals mit dem Olaf Lieser gemeinsam gemacht, habe ich damals selbst auch wahnsinnig viel gelernt. Ich nutze immer noch viele Sachen hier aus dem Webinar in meinem jetzigen Trading und das ist wirklich ein Schnäppchen hier. 99 Euro könnt ihr euch also jetzt hier kaufen. So, nutzt einfach die Chance und sagt, okay, für 99 Euro bekommt ihr jetzt etwas, wo ihr sonst bei uns 450 Euro dafür bezahlen müsstet, 490 Euro teilweise sogar. Und wir machen das wirklich nicht, dass wir sagen, komm, jetzt machen wir so eine Sommeraktion und dann produzieren wir die nach. Diese DVDs werden für uns definitiv nicht noch einmal produziert werden. Das heißt, wenn sie ausverkauft sind, sind sie ausverkauft und dann sind sie weg. Dann gibt es sie einfach halt nicht mehr. Ne? Und der ein oder andere hat vielleicht zuletzt immer mal auch schon bei eBay geschaut. Da gab es ja auch immer mal, dass Leute, was ja auch ganz okay ist, ne? Die haben bei uns eine DVD gekauft und haben sich dann angeschaut und haben gesagt, okay, komm, verkaufe ich sie halt weiter. Die haben dann auch in der Regel immer so 250 Euro gekostet. Jetzt kriegt das hier für 99. Also könnt ihr auch machen. Und wer jetzt sagt, okay, komm, da investiere ich mal 100 Euro und investiere in mich selbst, in mein eigenes Wissen und ihr müsst immer sehen, wenn ihr damit nur eine einzige Idee, wenn da so 20 Stunden Material drauf ist, wenn ihr nur eine einzige Idee dabei findet, die euch weiterhilft im Trading, die es euch möglich macht, im Jahr auch nur ein halbes Prozent mehr Rendite zu machen, nur 1% mehr Rendite zu machen, nur 1-2 gute Trades im Jahr zu finden. Ja? Und überlegt mal, ist das wahrscheinlich, dass man mit den Sachen, die von uns kommen, ich meine, ihr kennt mich, dass man da 1-2 gute Trades im Jahr macht? Ich glaube schon. Ne? Dann hat sich das Ganze schon gerechnet. So, das nächste Mal, wenn ich mich von hier oben melde,
dann sicherlich, wenn das Ganze hier eine Baustelle ist. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ihr werdet immer mal hier im Video sehen, wie das dann vonstatten geht. Und da, wo ich also noch stehe, wenn dann hier alles frei ist und wir nach hinten schauen können, wenn wir nach vorne schauen können, wenn um mich herum die Bauarbeiter sind, dann melde ich mich nochmal von hier oben. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche hier ganz normal im Kanal. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Erfolg an der Börse. Und wenn ihr jetzt natürlich noch was für euch tun wollt, drückt auf den Kauf-Button. Ja, ist fast wie so ein bisschen das 1. April-Video mit dem QVC. Erinnert euch? In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.